Ich bin erst 1959 bin ich hier rübergekommen. Und meine Schwester ist früher rübergegangen. Und dadurch, dass man eben wusste, dass da drüben alles, also hier im Westen alles frei war, hat man sehnsüchtig gedacht, auch das schaffen die hier auch und so. Uns geht es ja an und für sich gar nicht so schlecht. Es ist ja das, was wir oft für die Marken bekommen sollen, ist ja da. Und zusätzlich sind wir eben auch manchmal nachts noch übers Feld gegangen und haben da schon mal was rausgezogen und so. Aber wir hatten Hunger. Bei der DDR-Zeit, da musste ich sehr vorsichtig sein. Ich habe manchmal also diese neuen marxischen Lehren und so weiter, was da alles gebracht wurde, das habe ich also gar nicht so richtig verstanden. Einmal, weil ich es auch nicht wollte und zweitens, es kam zu plötzlich. Nicht bei den anderen, bei den griechischen Dingen und bei Latein und so weiter, da wusste man, was da gang und gäbe war und wie das da alles so funktioniert hat. Und das entsprach ja nun dem gar nicht mehr. Und wenn man da plötzlich mit solchen alten Dingern kam, da wurde abgewinkt, komm, brauchst du gar nicht mehr zu wissen. Waren das denn dieselben Lehrer noch dann nach dem Krieg oder Nicht auch alle, während der DDR-Zeit nicht die alle, Forschung? nicht alle. Einer, das ist eine lustige Geschichte, war Russischlehrer, der hatte mit uns sehr viel Geduld und wir haben also auch ganz gut Russisch gelernt. Und der baute dann ab und ging nach Berlin, irgendeinem Westvorort. Und dann bat er mich, bevor er wegging, ich habe hier ein paar Scheine unterschrieben, ich kriege noch Rente, aber ich sage niemandem, dass ich abhaue. Kannst du für mich das abheben? Und habe ich für den 3000 Mark abgehoben und habe sie ihm dann gebracht. Hinterher habe ich gar nicht gewusst, in was für eine Situation ich mich selbst gebracht hatte. Nicht, denn wenn ich erwischt worden wäre mit 3000 Mark, damals waren die Grenzen um Berlin noch nicht so scharf kontrolliert, aber da wäre ich dann auch fällig gewesen. Hat er Ihnen irgendwie einen Finderlohn, also nicht Finderlohn, aber irgendwie eine Belohnung gegeben? Er hat alles einkassiert, weil er das Geld dazu brauchte, um eine Fahrkarte nach Kanada zu kriegen, Flugkarte. Nicht? Und da hat mir allerdings die Kosten bezahlt für meine Reise und so. Und dann hat er sich also irgendwie geirrt und zu meinen Gunsten und von der Gunst, das waren 500 Reichsmark, und da habe ich mir eine schöne Tasche gekauft. Ja. Mit der bin ich dann später auch abgehauen. In den Westen. In Westen. Wie war das? Wie sind Sie von Zittau immer noch Zittau? Nein, da bin ich dann in Frankfurt an der Oder gewesen. Da war ich Leiter der Grenzwechselstelle. Da kamen sie also von Indien und von China und was weiß ich alles mit der Eisenbahn vorbei. Und da bin ich dann, solange noch keine Mauer war, mit der S-Bahn auch nach Berlin gefahren. Und hatte die Tasche zwischen meinen Beinen. Und da, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie die alten S-Bahner waren. Ein Abteil vorne, in der Mitte und dann noch eins ganz weiter vorne, also drei Teile. Und ich saß in der Mitte. Und der Mann, der das also auf der Friedrichstraße kontrollieren sollte, der hat die Hand schon auf der Klinke. Ich sehe, dass die Klinke runtergeht. Da hieß es mit einem Grillenpfiff, und den kannte ich, Kontrolleure zurück. Und da war ich frei.